So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich bin heute richtig motiviert. Deswegen habe ich auch wieder meine Subjacke an. Also, die Jacke kann ja nichts dafür, ja. Die Jacke, die habe ich ja immer an. Die Jacke, die leistet mir gute Dienste, gerade wenn es so 100.000 Grad sind, so wie jetzt. Ist gut, wenn ihr eine Jacke anhabt. Da kommen die Grad nicht so an euch ran. Und wir sind jetzt wieder hier vom Restaurant Hibo Haus. Und ich habe eine traurige Nachricht für alle. Nämlich, heute ist das Schnitzelsub dran. Für 7 Euro, aber das ist eigentlich nicht traurig. Das Traurige ist, dass das Angebot weggestrichen ist. Aber das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon irgendwo in irgendeinem Video irgendwas erwähnt. Es gibt auf jeden Fall keine Sub-Tage mehr. Ihr wisst, Sub-Tag, beim letzten Mal habe ich noch gesagt, was, ein Döner-Sub? Für 4,50 kriegt ihr sozusagen zwei Döner. Das ist zwei Döner zum Preis von einem. Das ist ein Ersatz für einen Döner. Das hat sehr gut geschmeckt, wunderbar. Jetzt in den sauren Apfel beißen. 7 Euro für ein Schnitzelsub, aber dafür habt ihr im Prinzip zwei dicke, fette Schnitzelbrötchen. Das ist wie wenn eins für 3,50 da ist, obwohl ein einzelnes 4,50 kosten würde. Ist halt jetzt nicht mehr ganz so krass vom Angebot, aber wir lassen uns natürlich nicht unterkriegen. Wir wollten die alle durchprobieren, deswegen probieren wir die alle durch. Und wenn wir dann fertig sind, haben wir ja trotzdem ein Fazit. Und wenn es schmeckt, kann man sich natürlich trotzdem dann von dem Lieblings-Sub eins nehmen, was man am besten fand. Heute also Schnitzelsub bestellt. Wir werden uns dann natürlich wieder ein Plätzchen suchen, das Essen und mal gucken, wie lange die anderen Angebote halten und ob ich es noch schaffe bis zum Backfisch-Sub. Nicht, dass das auch gestrichen wird von der Karte und man das gar nicht mehr probieren kann. Das wäre sehr schade, ne? Guck mal, die Motivation ist schon wieder zurück jetzt. Man muss nur ein bisschen reden und dann kommt das von ganz alleine. Naja, irgendwie ist trotzdem alles heute komisch. Egal, Schnitzel. So, wir haben uns jetzt wieder einen abgelegenen Ort gesucht. Lost Place, ne? Naja, es ist einfach nur hier der Spielplatz und hier ist wenigstens gemütlich, sage ich mal. Hier haben wir auch einen Tisch und einen Sofa zum draufsitzen. Ich weiß gar nicht, wieso wir das sonst nicht hier gemacht haben. Wir haben jetzt zwei Tüten mit einer 42 drauf und zwei Tüten ohne Zahl. Jetzt weiß ich nicht, welches die richtige Zahl ist, aber ich denke mal, da wird das Schnitzel beschriftet haben und das Döner nicht, denn das Muttertier hat sich ein Dönertier genommen, weil das beim letzten Mal auch so gut geschmeckt hat und wir wollen vielleicht sogar Hälfte-Hälfte machen. Hälfte Schnitzel, Hälfte Döner und der andere eben auch. Kann man natürlich auch so machen, wenn man zu zweit dahin geht, ein großes, weil das ja eh direkt zwei Teile sind, könnte man zwei verschiedene Sorten mit einmal testen, mitnehmen. Ich bin so froh, wenn die Subs endlich durch sind, damit ich die Subjacke nicht mehr anziehen muss. Es ist nämlich wirklich mega warm mit der Subjacke. So, das schmeißen wir mal hier hin. Das breiten wir mal hier aus. Ich sehe schon überall Käse. Wenn das Käse sein soll. Ist das Käse? Hier sehe ich auf jeden Fall Jalapenos, ja, Käse, wieder viel Zeug, Schnitzel. Das Schnitzel sieht irgendwie aus wie eine Frikadelle, ist aber vielleicht Schnitzel doch, nur halt mit viel Panade dran und ein bisschen dunkel. Die kenne ich immer so als orange und nicht als so dunkelbraun, aber sieht auf jeden Fall mega knusprig aus. Ist auch geschnitten in so Filetstreifen. Hab gesehen, die haben heute auch dort stehen gehabt, extra Wraps. Extra lecker für 4,50 Schnitzel-Wraps oder andere Wraps, Hähnchen-Wraps hin und her. Da müssen die das natürlich auch so reinpacken. Da packt ihr ja kein ganzes Schnitzel hin und tut das dann ummandeln. Ich bin gespannt. Übelst dick. Das Angebot gibt es, wie gesagt, leider nicht mehr, weil das war doch zu günstig. Das wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Am Samstag ist auch nicht mehr auf. Mittlerweile, am Anfang ja, jetzt nicht mehr, aber kommt zurück, sobald Corona vorbei ist oder man wieder draußen auch essen kann oder sich die Leute reinsetzen können und alles hin und her, da wird sich nochmal was ändern. Das riecht irgendwie wie so eine Art Senfsoße, habe ich gerade den Eindruck gehabt. Egal, wir beißen jetzt einfach mal hier rein. Was mir immer wieder auffällt, dieses Brötchen, was sie jetzt immer für die Subs nehmen, hat von Haus aus irgendwie eine süßliche Note. Also das habt ihr auch nirgendwo anders. Ich kenne das nur davon, ich habe noch nie solche Brötchen gesehen.
Irgendwie haben die immer automatisch irgendwas Süßliches mit dabei. Ist vielleicht für manche auch gewöhnungsbedürftig. Aber mir kommt so vor, als wäre die Soße, die da in dem Schnitzel ist, auch irgendwie mit süßlich. Und wenn ihr eh süßliche Soße habt zu dem Brötchen und zu dem ganzen anderen Zeugs, und passt das auch irgendwie dazu. Beißen wir hier drüben rein. Das irgendwie irgendwas wie Sweet Onion oder irgendwas wie Honey Mustard, also irgendeine Senfnote habe ich und irgendwas Süßliches. Vielleicht ist das ja Honey Mustard Soße da drauf. Weiß ich jetzt nicht. Ansonsten merkt man natürlich einen deutlichen Unterschied, wenn wir wirklich erst die ganzen kalten Saps hatten, die halt eher so wurstig ausgelegt waren oder auch mit dem Thunfisch drauf, und jetzt warme Saps, die wirken irgendwie ganz anders. Ihr habt da wirklich so ein schönes warmes Schnitzelbrötchen, was schön weich ist, gut belegt. Also finde ich gut auf jeden Fall. Da habe ich die warmen Saps sogar noch lieber als die kalten. Und ich bin immer noch mega gespannt auf das Backfisch-Sap. Bino hat jetzt auch gesagt, wenn ich dann am Backfisch-Sap dran bin, dann würde er das sogar zu dem Angebotspreis machen, wenn ich es bis dahin geschafft habe. Das ist doch auch eine coole Sache. So kann man sich auch entgegenkommen. Ich werde das jetzt hier noch essen. Wie gesagt, ist auch mega knusprig. Die Mutter kriegt dann die zweite Hälfte. Dafür nehme ich noch ein Döner-Sap von ihr. Könnt ihr euch immer gut reinteilen. Fladdy konntest du leider nicht erleben, denn als wir dann hin wollten, war auch Samstag. Normalerweise Samstag auf, aber mittlerweile eben Samstag nicht mehr auf. Denn der wollte unbedingt auch mal da essen, als er jetzt da war. Jetzt ist er wieder weg, also vielleicht beim nächsten Mal, keine Ahnung. Oder vielleicht gibt es ja irgendwann überall Restaurant Hibu House. Stehst du in Hibu House, in Hamburg gibt es dann das Hibu House. Nein, das natürlich nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.